Amir von GigaTech. Ich habe mich in meine eigene Messehalle hier auf der IFA zurückgezogen. Am Ende eines Messetages brauche ich ein bisschen Ruhe und Zeit für mich. Da möchte ich keine anderen Leute um mich herum haben, weil ich mein persönliches Highlight der bisherigen IFA genießen möchte. Das Huawei Mate S. Ganz tolles Smartphone. Ich bin sehr, sehr begeistert. Und das ist ja ein 5,5 Zoll Gerät, also eigentlich schon fast ein Phablet. Und da bietet es sich natürlich an, das mal mit dem Apple Phablet, dem iPhone 6 Plus, zu vergleichen. Und das machen wir jetzt mal. Also, ich sagte es gerade, wir haben es hier mit zwei 5,5 Zoll Smartphones zu tun. Trotzdem, das sieht man gleich auf den ersten Blick, ist das Huawei Mate S deutlich kompakter als das iPhone 6 Plus. In Maßen sieht das so aus, das Huawei Mate S kommt hier in der Länge auf 149,8, in der Breite auf 75,3 und in der Dicke, da müssen wir auch mal Beine nebeneinander halten, natürlich das iPhone 6 Plus ja relativ dünn, auf 7,2 mm, während das iPhone 6 Plus 154,4 in der Länge, 75,8 in der Breite, also ein bisschen mehr als das Mate S sogar, und 6,9 dann in der Dicke, also das ist 0,3 mm, liege ich jetzt richtig, 0,3 mm dünner als das Mate S. Das nimmt man also eigentlich überhaupt nicht wahr. Also das Mate S insgesamt das deutlich kompaktere Gerät. Jetzt muss ich es hier mal wieder entsperren mit meinem Fingerabdruck. So, jetzt habe ich die Kamera angemacht, das sollte nicht sein. Ja, und trotzdem in Sachen Auflösung nehmen sie sich beide auch nichts, lösen beide mit 1080p auf, also beides Full-HD-Displays. Wenn ihr jetzt so drauf schaut und so wie ich hier auch drauf schaue, seht ihr auch in Sachen Helligkeit, in Sachen Schärfe, in Sachen Farbe, finde ich, sind die auch auf jeden Fall on par. Gehen wir virtuell unter die Haube der beiden Geräte, dann arbeitet hier im Huawei Mate S ein Kirin 935 Prozessor mit 3 GB RAM. Ich habe da mal einen Benchmark drüber laufen lassen, im Antutu kommt der so auf 54.000 Punkte, das heißt, der ist etwa auf dem Niveau von einem Snapdragon 810 Prozessor, so wie er zum Beispiel aktuell im OnePlus 2 werkelt oder auch im LG Flex waren 810er drin oder im HTC One M9, allerdings minus die Hitzeprobleme. Im Apple iPhone 6 Plus ist ja Apples eigener A8-Prozessor, ein zweikerniger mit 1,4 GHz und halt 1 GB RAM. Lässt sich nicht so richtig vergleichen, weil das iPhone 6 Plus trotz dieser nominell geringeren Specs trotzdem ein sehr, sehr schnelles Gerät ist, gerade auch bei Spielen. Dann haben wir hier 32 GB Speicher in der Version des Mate S, die ich hier habe. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele in der Version hier sind. Das Apple iPhone 6 Plus gibt es ja auch in verschiedenen Speichervarianten, 16, 64 und 128, aber ohne die Möglichkeit, den Speicher zu erweitern. Und die bietet das Mate S. Da ist nämlich ein Dual-SIM-Slot, der halt alternativ mit entweder zwei SIM-Karten oder halt mit einer SIM- und einer Micro-SD-Karte verwendet werden kann. Also ich kann den Speicher des Mate S dynamisch erweitern. Schauen wir mal ganz kurz noch auf die Rückseiten, beziehungsweise hier ist ja noch erwähnenswert der Fingerabdruckscanner. Der befindet sich halt beim Mate S auch auf der Rückseite. Der ist hier und der gefällt mir sehr, sehr gut, weil er nicht nur sehr gut funktioniert und sehr schnell den Finger erkennt. Sogar habe ich vorhin ausprobiert, ich habe den ja eigentlich so rum eingespeichert. Ich kann das Gerät jetzt aber trotzdem so rum entsperren, aber auch wirklich nur mit dem Finger. Also das funktioniert schon. Und gleichzeitig dient dieser Fingerabdruckscanner so als Touchpad. Also ich kann bestimmte Gesten damit ausführen, zum Beispiel die Benachrichtigungsleiste durch den Wisch nach unten runterziehen, durch den Wisch nach oben wieder hochziehen. In Galerien kann ich damit blättern. Also ein bisschen multifunktional, finde ich ganz gut. Auf der Rückseite haben wir hier dann noch die 13-Megapixel-Kamera des Mate S. Wir haben ein bisschen damit rumfotografiert. Die Bilder sind so, bei guten Lichtverhältnissen sind sie gut. In der Dämmerung waren sie jetzt nicht so überzeugend. Da muss ich aber noch mal ein bisschen in den Einstellungen gucken. Vielleicht kann man da noch ein bisschen was rausholen. Das iPhone 6 Plus hat ja nur eine 6-Megapixel-Kamera, die aber, das wissen wir auch, halt ausgezeichnete Fotos schießt. Also das kann man Apple da nicht nachsagen, dass die Kameras auch ob der geringeren Megapixelzahl irgendwie schlecht wäre. Das sind schon gute Fotos, die sich mit dem iPhone 6 Plus produzieren lassen. Ja, vielleicht noch ganz kurz zum Akku. Hier im Mate S haben wir einen 2700 mAh Akku. Das ist nicht überbordend viel, allerdings nach den ersten Stunden der Benutzung scheint der ganz gut zu halten. Im iPhone 6 Plus dann der etwas größere 2915, komische Zahl, mAh Akku. Also hier nominell das iPhone 6 Plus die Nase vorn. Ja, das ist unser kleiner Vergleich des iPhone 6 Plus und des Huawei Mate S. Das iPhone 6 Plus gibt es ja in verschiedenen Größen, wie ich sagte, kostet dementsprechend auch verschieden. Beim Mate S ist es so, erstmal in Deutschland jetzt hier die 32 GB Version und die kostet dann 649 €, also etwas hochpreisiger Huawei mit seinem Flaggschiff mit diesem Jahr. Aber wie gesagt, ob der Verarbeitungsqualität, ob des relativ coolen Designs, ob der Features, ob des schönen Displays, das insgesamt steht das Mate S, finde ich, dem iPhone 6 Plus in Sachen Verarbeitung, in Sachen Wertigkeit wirklich in nichts nach. Und insofern geht der Preis zumindest verglichen mit der Konkurrenz völlig in Ordnung. Ich bin Amir von GigaTech. Wenn euch dieses kleine Vergleichsvideo gefallen hat, dann liked es doch, teilt es mit euren Freunden, abonniert unseren Kanal, bleibt ihr über alle Messeneuerungen hier aus Berlin auf dem Laufenden. Und ja, ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Freue ich mich drauf. Bis dann. Tschüss.